herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns immer über jede Resonanz. Und da schreibt uns jemand: Ihr Lieben, vielen lieben Dank erstmal für eure tägliche Sendung Hoffnung um 12. Ich werde jedes Mal sehr ermutigt. Und das ist unser Herzensanliegen, dass wir dich ermutigen, dran zu bleiben, auf die Hilfe Gottes zu schauen und es auch zu erleben. Hoffnung um 12. Und wie Isolde sagte, wir wollen dich ermutigen. Heute die Frage an dich: Wie groß muss dein Glaube sein? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich über gebet@missionswerk.de oder im Chat. Und ich möchte darauf hinweisen, dass heute das Telefon nicht geschaltet ist. Wie groß muss dein Glaube sein? Wir lesen da Wunderbares in Matthäus 17, Vers 20. Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Rücke von hier nach dort, und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Ja, wir sollen nicht die Geografie verändern. Wir sollen nicht Berge, also den Turmberg oder das Matterhorn, irgendwo hin versetzen. Es ist für unser Leben. Wir dürfen unsere Problemberge, unsere Beziehungsberge, unsere Schwierigkeiten, wir dürfen die versetzen. Und das geschieht mit so einem kleinen Glaube wie ein Senfkorn. Du sagst, ich bin doch Christ und Christ ist gleich Glaube. Nein, Christ ist nicht gleich Glaube, sondern der Glaube muss ganz im Herzen entwickelt sein und nicht so, dass man betet: Herr, ich glaube, du kannst alles. Herr, ich glaube, du bist der Größte, du bist der Wunderbarste. Und man sagt Amen und dann reagiert man wie jeder andere auch. Glaube ist etwas festzuhalten, und wenn alle anderen es anders sagen, sag: Und dennoch glaube ich, es wird geschehen. Herr, ich danke dir dafür, für diesen kleinen Glauben, dass du den in jedem entwickelst, der es jetzt haben möchte. Der sagt: Ja, ich bleibe dran und nicht nach den Meinungen. Und wenn ich viele frage und viele sagen, es kann nicht funktionieren, dann glaube ich auch nicht mehr. Danke, Herr. Herr, dass ein jeder lernt, dass das, was er im Gebet glaubt, auch lebt und es dann empfangen wird. Ich danke dir dafür, dass du dich jedem zeigst, Herr, dass er Berge versetzen kann. Danke, Herr. Amen. Folgendes Gebetsanliegen betrifft wahrscheinlich viele Kinder und somit auch die Eltern. Es schreibt uns jemand: Bitte betet für uns. Meine Kinder sind überfordert mit Online-Schule. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt gerade bei diesen Kindern bist, die sich schwer tun mit Online-Schule, dass sie wirklich auch Mut haben, wieder weiterzumachen, auch wenn sie jetzt in die Schule dürfen, dass sie wieder Freude haben. Und danke, dass du dieses Defizit auch ausgleichst, das da vielleicht entstanden ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch mit den Lehrern bist, ihnen Weisheit gibst, damit umzugehen. Und ich danke dir auch für die Eltern, segne auch die Eltern. Danke für Weisheit auch da, mit dieser Situation umzugehen und einfach da auch nicht den Mut zu verlieren, sondern dass es wirklich wieder in eine gute Bahn kommt und dass du in der ganzen Situation mittendrin bist. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über diesen Situationen, auch über diesen Kindern. Und ich danke dir, dass du einfach eingreifst. Amen. Amen. Auf WhatsApp erreicht uns dieses Gebetsanliegen: Lieber Daniel, liebe Isolde, bitte betet mit mir, dass die Epilepsie meines Schwiegersohnes, die er medikamentös behandelt, geheilt wird. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt gerade bei diesem Mann bist, der Epilepsie hat. Und du bist auch ein Gott, der für diese Anfallsleiden der Gott ist, der heilt. Und ich danke dir, dass du jeden berührst, der jetzt an so einem Anfallsleiden leidet, wo, egal wo die Ursache ist. Danke, Jesus, dass du da einfach eingreifst und dass diese Epilepsie und diese Anfallsleiden entmachtet sind im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass das aufhört und dass es wieder eine ganz normale Funktion, in eine ganz normale Funktion übergeht. Danke, Jesus, du bist der Herr über diesen Personen und auch ganz besonders über diesen Mann. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, die Infos sind eingeblendet.
Auf Facebook kam folgendes Gebetsanliegen. Bitte betet für mich, dass meine Beinvene wieder heilt. Ich habe Angst, dass sie wieder aufplatzt. Danke, Herr, dass du jetzt auch dieses Problem kennst. Und danke, Herr, dass diese Vene in ihr normales Bett zurückkehrt, ganz normal, Herr, funktioniert und dass sie nicht mehr aufplatzt. Herr, ich danke dir, dass ich auch in deinem Namen, Jesu, Normalität über dieser Vene ausrufen darf und dass sie funktioniert und dass sie keine Probleme mehr macht. Ich danke dir. Amen. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen. Könnt ihr für meinen Vater beten? Er hat ein Aneurysma am Herzen. Neulich wurde Parkinson diagnostiziert. Der Arzt meinte, dass er noch dement werden könnte. Davor hat er große Angst, was verständlich ist. Wir wollen Gott vertrauen, dass er eingreift. Herzlichen Dank für euer Gebet. Große Angst, ja, ist verständlich, weil oftmals Ärzte oder andere auch sagen, wenn du das hast, dann kommt das und dann kommt jenes und dann wirst du blind, dann bekommst du Demenz und so weiter. Es ist vielleicht statistisch richtig, es ist vielleicht auch medizinisch richtig, aber bei Gott ist nicht alles, alles so nach Schablone, sondern er möchte, dass es dir gut geht und du musst nicht auf das Ganze schauen und vielleicht schon im Voraus sagen, ja, ich habe Demenz, Doktor hat's gesagt, wissenschaftlich bestimmt richtig. Aber wir dürfen glauben, dass Gott Gebet erhört und dass Gott dir totale Gesundheit schenkt, auch diesem Menschen und alles, was drumherum ist. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt in diese Situation hineinkommst, dass die Angst du hinwegnimmst, weil bei dir alles möglich ist. Herr, danke, Herr, wir rufen Gesundheit aus. Herr, wir brechen auch jede Aussage und jede Zusage und alles, was da mit Folgekrankheiten zusammenhängt. Herr, dass sie nicht wirklich wirksam werden und dass es nicht in Existenz kommt, sondern dass Gesundheit in Existenz kommt. Herr, auch mit dem Herzen und alles, was darum ist. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, auch, dass das Aneurysma geheilt ist. In deinem Namen, Jesu, dass es weg ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Menschen erleben Gott. Und eine Frau schreibt uns, dass ihre Sehprobleme verschwunden sind. Ich hatte gestern um Heilungsgebet gebeten für meine trockenen Augen, wobei ich mit dem rechten Auge regelrechte Probleme beim Sehen hatte. Als ich heute früh erwachte, wusste und merkte ich, dass ich geheilt bin. Ich danke von ganzem Herzen für euer Gebet. Und eine weitere Frau schreibt uns, 5 Jahre litt ich unter einer Bronchienentzündung, die auch meine Stimmbänder belasteten. Vom Arzt verordnete Medikamente halfen nur kurzzeitig. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er mich geheilt hat. Danke für eure Fürbitte. Wie wunderbar. Ja, du hörst vielleicht jeden Tag gerne unsere Zeugnisse an, die wir weitergeben und sagst, ist immer schön, hör wieder, jetzt kommt wieder ein nächstes. Aber ich möchte dich auch mal daran erinnern. Schau mal in deinem Leben, was kannst du uns berichten? Was hat Gott bei dir Großes getan? Schreib es uns auf WhatsApp oder über die anderen Wege. Lass es uns wissen oder mach ein kleines Filmchen auf WhatsApp. Es würde uns riesig freuen, wenn wir das weiter sagen können. Hier in Hoffnung um 12. Der Tipp des Tages heute. Ich habe über den Senfkorn-Glauben gesprochen. Ich möchte dich bitten, geh mal raus aus deinem Haus, suche ein Sandkorn, das ist bestimmt nicht schwierig zu finden, und klebe das mit einem Tesastreifen auf ein Blatt Papier. Und dann kannst du noch den Bibelvers von gerade aufschreiben, der in Matthäus 17, Vers 20 steht, und dann bete darüber. Danke Gott, dass so ein kleiner Glaube Berge versetzt. Und ich sage dir, es wird auch bei dir geschehen. Glaube daran und sag nicht Amen und glaube wieder nicht mehr, sondern glaube daran. Und mach es dir wirklich bildhaft, dass du siehst, so klein. Und hier heißt es, so ein Glaube versetzt
Berge. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass heute das Telefon nicht geschaltet ist. Es ist wieder Wochenende und jetzt am Wochenende öffnen wir wieder unsere Christuskathedrale für Gottesdienstbesucher. Wir werden wieder Gottesdienst haben mit Menschen vor Ort. Wir müssen Vorschriften einhalten, aber das ist zurzeit überall so. Aber wir lassen uns da die Freude nicht rauben. 10 Uhr nächsten Sonntag, Beginn der Livestream. Isolde wird predigen. Sei einfach dabei. Und wenn du unsere Ermutigung der Woche haben möchtest, das ist eine E-Mail, die jeden Montag zu dir kostenlos kommt. Rufe unsere Webseite auf. Scrolle ganz runter und da kannst du das ankreuzen und du bekommst jeden Montagmorgen die Hoffnung, nicht die Hoffnung, sondern die Ermutigung der Woche. Und die macht Hoffnung. Schön, dass du dabei warst. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute, Gottes Segen und gib uns dein Feedback. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.